Na, Andi? Oh, es gibt eine neue Challenge für dich. Was haben wir? Gewinn ein Turnier. Oh, ist ja voll schwer. Also, du hast es ja gerade geschafft. Waren noch zwei andere, die konnte ich gerade nicht lesen. Was hältst du davon, wenn wir ein bisschen auf Borderlands-Style gehen jetzt? Bin ich dafür. Du machst das, währenddessen Leute. Ich schnipp's jetzt mal mit den Fingern und dann gibst du. Nee, mach das mal. Währenddessen habe ich die Zeit, was zu erklären. Jetzt okay, dann mach mal. Erklär mal deinen. Nein. Was, falls ihr euch jetzt gerade fragt, was zum Teufel hier gerade am Abgehen ist, guckt einfach mal direkt unten in die Beschreibung des ersten Videos bei ihm, wo wir das erklären. Es ist quasi nur eine gemütliche Pokerrunde. Mit lustigen Charakteren und Sprüchen. Im Borderlands-Style. Er hat es schon mal geschafft, das Turnier zu gewinnen und ich werde jetzt grandios verlieren. Lasst uns ein wenig umdekorieren. Oh yeah. Mook ist doch geil. Mad Moxie. Dass dieser Ausschnitt geil ist, müssen wir nicht sagen. Du kannst ja irgendwo in dem Borderlands 2 Universum ihr Höschen finden. In der. Ist sie ja nicht irgendein Charakter oder so ein Nebencharakter? Sie ist eigentlich nur eine Verkäuferin, sag ich mal. Alles klar. Aber sie kann ja auch Quests geben. Ich so. Sie eine Verkäuferin. Ja, natürlich. Die Borderlands-Karten, die ist sehr cool irgendwie. Das ist auch die Figuren der Charakterklassen so ein bisschen. Ja. Und ihr habt ja gesehen, Claptrap hat sich gerade umgezogen. Kommt schon ziemlich cool einfach. Ja, so voll der Boss mit dem Bart und Hut. Oh, shit. Das ist schon nicht gut. Nee, wenn du jetzt viel genommen hast, dann bin ich raus. Oh, ich kann echt nicht die Blinds gewinnen lassen, Junge. Das geht nicht. Mein Eis hier da drüben. Oh, ich hab Scheiße. Ja, hier hast du eine Kacke, ey. Ja, du hast recht. Echte Männer Pokémon mit Eistee. Ist so. Und wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Das ist jetzt einfach mal Just for Fun Chill Video, einfach angelehnt an die Bar-Atmosphäre von Catherine. Wobei es einfach ein schönes Spiel ist, einfach weil so viele Charaktere drin sind. Wie zum Beispiel Sam von Sam und Max. Ja, genau, dich meine ich. Und das Coole ist, warum ich mir auch gedacht habe, wir machen so eine Facecam. Yo. Weil wir halt Poker und bei Poker geht es so ein bisschen ums Bluffen und so. Und ihr seht ja mal voll die Bluff-Faces von Andy jetzt hier. Also ich bluffe gegen Computerbildschirm, das ist schon hart. Das ist voll interessant. Ja. Max und ich sind einfach happy, dass jemand unsere Models touched. I've never felt so comic booky. Dean keeps telling me that they're gonna do something with a menage. Whatever the hell that is. You know what I always thought would make a good video game? Ich hab denen gesagt, dass ich manchmal verkacken werde. Elvis, race cars, gambling, and Margaret. Na komm, was machst du? Sag mir, was du machst. You see what I mean? It's a guaranteed blockbuster. Elvis. Nope, never heard of him. Das bringt mir nur leider nicht viel. Nee, ne? Du weißt gar nicht. Ist egal. Versuche es wert. Danke, Sam. Oh, warum re-raced du denn? Oh nein! Oh, was ist denn los mit euch? Oh. Er kann deine Angst riechen. Das Problem ist, ich habe nur ein 7er-Pärchen. Ist die Möglichkeit auf ein 10er-Pärchen, auf ein Buben-Pärchen, auf eine Straße. Das mache ich nicht mit. Warum hast du überhaupt nochmal geraced? Weil ich dachte, ich krieg sie damit raus. Oder dass sie nichts haben. Ich glaube, der hat jetzt schon 10.000 raised. Nee. Rock steals the plot. Sieht gar nicht gut aus bisher. Nee. Das Risiko war viel zu krass. Nee, pass auf. Ich dachte, ich krieg sie raus, wenn sie nichts haben. Weil sie sich gerade durchgecheckt haben. Und normalerweise kriegst du sie dann einfach mit raus, weißt du? Ich sag doch, ich verkacke. Hast du aber gerade auch nicht die besten Karten. Ist passiert. Kommt auch nicht die besten. Ja, ist passiert. Cool. Buckle up. It's gonna be a bumpy hand. Da hat zwei Chips hingeworfen, war okay. 400. Nur gecallt. Dachte, der Race wäre hier. Interesting cards. Check. Könnte schon wieder alles und nichts sein. Ja. Bunny sieht's gerade nicht so gut aus, aber checken geht immer. Das Problem ist, selbst wenn ich jetzt eine checken alle. Ja, das ist okay. Nicht gut. I'll bet. Nee. Noch hast du nur dein Blind. Oh. Ja, bevor die sich jetzt hier, sollen sie das lieber unter sich ausmachen, das ist mir jetzt gerade super egal. Glados, ich liebe dich, bitte komm nach Hause. Ich glaube, man Moxie bei Border jetzt auch mit 3x. Weiß ich gar nicht, ich glaube schon, ja, Mad Moxie müsste man.
Das Schöne ist, hätte ich jetzt eine 4 gehabt, hätte ich eine Straße gehabt, aber das war mir zu risikoreich. Dafür, dass sie sich jetzt gegenseitig raisen. 3,5 haben oder so jetzt. Ja, ja, deswegen. Und dafür, dass ich nur eine 203 habe. Das bringt sich zu gessen, ey. 6 und 10, beides Herz, schon mal nicht schlecht. Wer hat jetzt gewonnen gerade? Sam, weil Ash rausgegangen ist. Ash, read any good books lately? That's not cool, man. It's okay. It's all over now anyway. Armee der Finsternis ist ein schöner Trash-Film, kann ich empfehlen. Dead? No. Of course, she was never really alive either. What happened? Orpheus sent me out to get those spell ingredients I was telling you about. But when I got back to my apartment, it was being attacked by demons. Dozens of them. Orpheus and I were holding him back, but there were too many. And then there was this portal. Ich schau mir den Pott nicht für die Hälfte an. And that's when Wendy sieht gut aus bisher. War besser so. No, she started glowing and chanting. Then she screamed and the demons began exploding. Gott, das sieht so cool aus, die Königkarte bei Borderlands. Ja, Zero, ne? Von Borderlands 2. Ach, oder? Leute, ist das Zero? Ich meine, Borderlands 2 war auf jeden Fall schon draußen. Ja, ja. Also wie gesagt, ich hab Borderlands und Borderlands 2 gute 100, 200 Stunden jeweils gespielt. Von daher, ich meine... Ja, jetzt, was das hat das mit diesem aktuellen auch? Dieses irgendwie Prequel vom Sequel? Oder es wird ganz komisch gemarketet. Boah, Pre-Sequel. Ja, ja, was hat das damit auf? Ist das ein vollständiges Spiel oder ist das eher so ein es ist wieder mal ein vollständiges eigenes Spiel, ja, ja. Heftig, ey. Orpheus says he wouldn't know where to start. Macht einer von euch mal hin, Leute? Ja, manchmal so eine dicke Konversation, die wird erstmal ausgehandelt. Aber müsst ihr gleich Schluss sehen. Found this in the wreckage, though. Is that the engagement ring? Yep. I'm still making payments on the stupid thing. Nice engraving. Engraving? I didn't have it engraved. What's it say? What's it say? My life's an open book. So, jetzt wird er weiterspielen. Everyone is just sad now. Es ist eine Referenz, die vermutlich nur Leute kriegen, siehst du? Die Filme sehr gut kennen. Ich hätte jetzt ein Sechserpärchen gehabt. Der geht raus. Oh. Jetzt sind wir mal gespannt. Ich hätte ein Sechserpärchen. Mal schauen, was die hatten. Gut, dass du raus bist. Ja. Nothing. Oh. Ja, das sieht man immer gar nicht so schnell. Boah. Echt ein Flash, ey. Ist Flash höher als... Ja, ja, Flash ist höher als Straße. Aber nur um einen. Oh, sexy Moxie. Kannst du mal einen Drink ordern? Dann können wir sie mal laufen sehen. Hast du so viele Tokens erspielt? Oder ich vorhin? Autofold activated! Claptrap ist einfach mega lustig. Sam, du bist mir gerade ein bisschen zu krass. Wo mache ich das denn? Was? Achso, links auf den Pfeil klicken. Ja. Drink ordern. Würde ich jetzt jemanden bestellen, den du als gefährlich einstufst? Bei mir ist es gerade. Links. Bei mir ist es gerade eher Sam, wenn ich ehrlich bin. Dann bestell ihm ein Bier. Jo. Hat Moxie auch was zu tun, ne? Da können wir es auch mal zeigen. So, ich calle. Was machst du da? Na, wie bei Resi 4, weißt du? Wir haben schon so viel Kabel hier rumliegen. Ist echt heftig. So, ja, damit hier auch mal wieder ein bisschen Spannung reinkommt. Andy bietet. Welcome to the party, kid. Diese Getränke sollen die Charaktere eher dazu bringen, dass man erkennt, dass sie bluffen oder nicht. Aber wir kennen die Anzeichen eh nicht. Grab a beer and armor up, maybe take a freighter to Pandora. It's like totally go on some missions together. Player takes the pot. These blinds are too low for players of your obvious skill. Let's bump them up to 600 and 1200. Übrigens, ändert sich eigentlich der Drink je nach Location? Nee, nach jeder Charakter hat einen Drink. Okay. Er hat diesen Drink, er hat ein Bier, Claptrap hat so ein Oil, so mit Öl drin. Mhm. Jeder hat was anderes. Schön. Der ist all in gegangen, der Idiot. Ich hasse Ash, wenn er das macht gleich am Anfang. Da ist auch noch nichts bezahlt, ne? Kannst du gemütlich rausgehen? Nö, ich geh auch gemütlich raus. Sollen jetzt, wie gesagt, kloppen sie das sich aus. Diese Western-Atmosphäre ist cool von Borderlands. Ja, ja. Mit 2-2 geht der All-In, das ist so ein Idiot, ey. Muss auch mal sein. Ja, das ist bei ihm einprogrammiert, der ist so.
gucken wir doch einfach mal. Oh, jetzt hat er 3. Oh. Das ist schon besser. Cool. Warum auch immer Ash 100% ja. Hat und Brocker 2%. Vor allem, es könnte doch noch zwei Damen kommen. Zwei Damen. Ne? Mhm. Jetzt war's, jetzt ist vorbei. Oder das Spiel berechnet schon, wo die Karten liegen. Oder? Ja. That's the stuff. Und damit gewinnt er auch noch. Naja, die haben unverschämtes Glück teilweise. Ja. Aber hatte ich vorhin auch. Der hat noch ein Full House mit der Scheiße. Zufälliges, ja. Ja, ja. Warum nicht, ne? Kann man immer haben. 3-2 haben nicht gereicht. Nett. Ist nicht schlecht, ja. Muss man aber jetzt nicht übertreiben. Gucken wir einfach mal. Ich muss jetzt aber ein bisschen mehr... Ich muss jetzt mitgehen. Wir müssen jetzt Rollenspielparty machen. Ja, ja. Der Flop entscheidet jetzt, ob ich gewinne oder verliere. Die ersten drei Karten meinst du? Ja. Das Problem ist, ich bin jetzt mit der Hälfte mit... Pass auf, mein halber Arsch hängt jetzt im Pott. Ich habe aber nichts. Ja. Und mein Problem ist, jetzt gehe ich mit 6-3 raus und versuch's nochmal, weil das ist jetzt mega scheiße. Ich... Das ist gerade echt kacke, du hast gerade echt nicht die beste Runde. Nee, wenn ich jetzt weitergehe, wird er mich irgendwann zum All-In zwingen und damit gehe ich nicht All-In. Hab ich ja Pech gehabt, okay. So, Anis Verteidigung muss ich sagen, offline hat er vorhin für mich eine Runde gewonnen. Hat mir damit meinen Gewinn vorhin ermöglicht von den Buben. Ja, aber es ist doch immer so, wenn du gerade am Offenen bist, läuft's immer anders. Deswegen habe ich auch gewonnen, weil ich sonst immer verloren habe. Immerhin fliegt jetzt Ash raus oder so. Oder Sam? Ich will auf jeden Fall nicht der Erste sein, der vom Tisch fällt, das wäre ultra traurig. Nee, Sam fliegt nicht raus. Yeah. Oh, fuck. Fliegt doch keiner raus. Bin so blöd. Warum auch immer 88 zu 53? Das ist echt Prozentzahl, wo ich sage, okay. Ja, das ist hier, wird so berechnet. Yeah. Okay. Der hat jetzt, ja, der hat zwei Pärchen jetzt, zwei Erste und zwei Fünften. Mhm. Das war's. Nicht. Rats. Ashley has two pair. Ashley. Sam has two pair. Ash wins. With the 8 kicker. Another pot for me? You shouldn't have. Ja, gut, dass wir nochmal geredet haben. Ich werde kläglich verlieren. Schwöre ich dir. Du musst echt aufpassen. Ja, ja. Nicht mehr viele Möglichkeiten. Ja, ich muss callen. Ich muss mir jetzt den Plot anschauen und ich muss jetzt All-In gehen und so viele wie möglich mit All-In swingen. Schlimmer ist, dass sie viel mehr haben als du. Shit. Und ehrlich, schon zu All-In zwingt jetzt. Ja, er zwingt mich zum All-In. Ich kann jetzt rausgehen, aber dann habe ich nur noch weniger. Ja, du hättest noch 5000. Das wäre immer noch ein Viertel deiner Startbeute. Nope. Du hast die beste Framerate daher, da immerhin von uns beiden. Jetzt immer eine kleine beschissene Framerate. Aber das Problem ist jetzt, wenn ich mitgehe, kriege ich ja noch nicht mal alles, weil die beiden dann noch sich gegenseitig hochbieten. Mit 4 und 9. Scheiß drauf. Wie sie alle wundern, nur weil ich 5000 habe, ich jetzt auch hingehe. Okay. Jetzt geht's hier ab. Oh, nur noch Ash. Scheiße. Ja, dass die Ketten hier stecken, ey. Was geht bei dir ab, Alter? Die hat eigentlich eine Hand dran. Okay. Oh, was für ein Glück, hast du ein Glück. Der Pokergott sei mit Andi, Alter. Du bist wieder im Spiel, Mann. Ja, ja. Das war gerade letzte Sekunde. Das war richtig die letzte Sekunde. Obwohl er ja auch Glück hatte, dass die eine Karte bei ihm gepasst hat. Ja, ja. So, 20.000 wieder. Willkommen zurück im Spiel, du hast deinen Startbeitrag wieder. Oh, okay. Wie gesagt, das muss jetzt einfach sein. You know it, baby. According to our resident gunologist, there are over 200 skajillion different kinds of guns on Pandora. There's no such thing as a gunologist or a skajillion. Ich will mir den Pot anschauen. But on Pandora, we've got so many guns, we have to make up new words just to describe them. But doesn't anybody fight up close and personal? Only when they run out of ammo.
Knives and clubs are for cavemen and losers. Das klang nach viel. Das bringt mir nichts. Ich bräuchte jetzt eine 8. Und soll ich für eine 8 8000 werfen? Was würdest du machen? Soll ich für eine 8 8000 werfen? Die Chance steht so ungefähr bei 5%, dass ich jetzt eine 8 kriege. Aber du hast schon so viel verloren wieder, ne? Ah, nochmal? Nee, nee, raus. Weil, wie gesagt, die Chance, dass ich eine 8 kriege, ist ungefähr so 5% jetzt. Wenn ihr einfach am Edge arbeitet. Das Ding ist, mit den Karten gehst du mit. Ja. Das ist das Problem dabei einfach. Pure 10, gleiche Farbe. Das ist immer so, komm, na. Wenn ich jetzt noch gewinne, ey. Hast du auch immer Karten, mit denen teilweise nichts und alles möglich ist? Ja, ja. Da kommt's wirklich. Ich muss mir einfach immer den Flop anschauen. Und sorry, Leute, wenn es jetzt gerade weniger unterhaltsam und eher so Poker-Strategy ist. Ist eh für spezielle Zuschauer, gerade wird sich eh nicht jeder. Ja, deswegen. Ist fun, wenn ihr Bock drauf habt. Wer ein bisschen Poker kennt, der chillt mit uns jetzt einfach. Jo, genau. Ich wünschte, sie wäre ein Karo. Ja, ne? Ein Karo mehr ich wenigstens. Ich wünschte, sie wäre ein Karo. Ich muss jetzt einfach checken. Ich hab nämlich gerade nichts. Ich hab gerade nichts. Du hast auch nichts eingezahlt, ne? Noch nicht. Ne, ich hab mit meinem Blind bezahlt. Oh. Boah, ich kann dafür 5000 nicht mitgehen, Alter! Oh. Der hat alles reingehauen. Wow. Ne, nicht mit den Karten. Think of all the ham dingers we could buy with that. I'm thinking. Fold. Ich will das nicht versuchen. Ich will, ich habe nichts. Ich will es nicht versuchen. Wir hoffen mal, dass Brock gewinnt und Claptrap schon mal rausgeht. Auch wenn es schade wäre. Weil Claptrap der Star ist heute. Mhm. Oh, einer geht. Und hat ein Claptrap jetzt wieder Geld? Weil Brock weniger als Claptrap hat an Geld. Das ist schon hart. Okay, jetzt bin ich wieder für Claptrap. Weil Claptrap ist so einfacher zu besiegen eigentlich. Mhm. Brock ist ein bisschen bluffiger. Ja. Oh ja. Claptrap gewinnt. Yeah, yeah, ah, schön. Ich will so Borderland Pokerchips haben. Full House. Bringt ihm der König auch nichts mehr. Er hat heftig. Three of a kind immerhin. Trotzdem verloren, das ist heftig. Das ist hart. Three of a kind ist, glaube ich, direkt unter dem Straight, ne? Ja, genau. Ja, ja. Aber noch über den Double Pair. Mm, ja, klar. So. Brock, do you require assistance? I'm fine. Schade, ich hätte jetzt rausgeschossen von dem guten Steve. Hallo GLaDOS! Lass mich dich leben! Ich frag mich, ob er am Ende gegen sie spielt, weil ein Bounty-Item von ihr ist. Ja, das wäre richtig geil. Vielleicht können wir es dann noch zeigen, weil ich habe da mega Spaß dran und vielleicht kann ich hier die ganzen Tokens ja besorgen oder so. Offline spielen, ja, genau. Alter, du hast gerade um 8000 erhöht. Nee, kannst vergessen. Ich bin 2 und 3, Alter. Noch nicht mal dieselbe Farbe. Nee, du hast doch nichts eingezahlt bisher. Achso, nee. Soll ich dich totprügeln von mir aus? Bisher sieht's gut aus. Bereue ich meine Entscheidung auch nicht. Oh. Sam geht ab heute. Sagt der, wird immer der finale Contester. Sam takes the pot. You know, if you keep indulging my transparent dishonesty, I'm gonna have to run for Congress. Wisst ihr Leute, die jetzt sagen, Andi, blöff doch mal. Das Problem mit Blöffen hierbei ist, es sind Computergegner. Du kannst nur mit Geld blöffen. Richtig. Nicht nur mit Face, nicht mit deinem Gesicht. Nee, das ist das Problem. Oh, guck mal Ash an. Das war ein Zeichen. Ja. Ein deutliches Zeichen. Die blöffen, glaube ich, nicht mit so einem Gesten. Ich mach's einfach mal. Ich schau mir einfach mal an, was ich da kriegen kann. Na ja, mach mal. Nur Sam ist halt so ein... I call that a puny pile of chips. Have some more. Geht ab heute. Ich hasse das auch, wenn sie es machen. Geh raus, ne? Nee, nicht mit 3 und 5. Das sind einfach Karten, da kann ich vergessen. Hätte ich auch gemacht. So was, wenn die Elz auch rausgeht, dann wissen wir nie, was Sam hat. Mhm. Ah, sehr gut. Jetzt geht die Scheiße hier mal ab. Das wandert das Geld wenigstens. Dann können wir uns mal den Flop anschauen. Wie du einfach die geilste Framerate hast von mir vorhin. Das Sprout sogar alle abgeschissen. Schön. Ich glaube, die Pause hat gut getan. Ja, ja. Ah, die beiden prügeln sich gerade. Sollen sie machen. Straight 30 Frames. Bei mir ist es vorhin auf 60 auf 1 gesprungen. Ja, ja. Heftig. Mhm. Oh, es hat gefoldet. Boah, ey. I don't know what to say. Pride your booty, Sam. Der Drink hat doch nicht geholfen. Nee, ich sollte leider auch nur einen bestellen für jeden. Nein, Quatsch.
Ich sag ja, für Sam könntest du jetzt nicht noch einen bestellen. Ach so, okay. Cool. Dann füllst du ihn einfach ab mit den ganzen Toppings, ja, ja. Da hätte er mal eine Chance. I think I'll stick with my classic S-Mark model. Thanks. But the Torg brand boomstick can shoot 6 rockets at once. It does anywhere from 310 to 1200. Nicht ein Pärchen krieg ich. Nicht eine Pärchen krieg ich. Das ist scheiße. Checken geht immer. Not without shooting your knees off. Och, Clappy. Let's raise. Och, Sammy. Sam ist sonst total zurückhaltend. Sam muss echt gute Karten haben. Ja, ja. Please turn off all cell phones and recording devices. Nee. Wir müssen die Aufnahme aufmachen hier. Claptrip soll mal wie auf dem Stuhl fallen. Das ist mal lustig. Mhm. Sam haben wir nichts. Was geht ab bei denen, ey? Ah, hell. Wir können da eh nicht 31.000 reinpacken, was will der von uns? Ja, ja. Braucht er nicht mal. Das bringt ihm auch gar nichts, ne, wenn er so viel reinhaut und etwas nee. Wenig haben. Viererpärchen gegen. Oh, zweier Drilling. Nice. Ach, guck mal, hat er auch gar nicht gemacht. Der sagt zwar all in, aber er hat nur so viel reingepackt, wie der andere auch reinpacken. Ja, ja, so ist es normalerweise. Ja, ja. Ich finde die Ball and Chips so geil. Ja. Clappy ist raus. Mr. Funny Chips. Dude. Geiler Synchronsprecher. Heftig. Sam ist voll der Pimp hier. Ja, ja, gegen dich war ja auch schon bis zum Ende drin, ey. Ey, Leute, ich hab's geschafft, zwei rauszuwerfen. Also ich habe mich eigentlich nur zurückgehalten, bis sie sich gegenseitig betont haben. Jetzt geht's wieder ab. Steve kommt. Steve. Hello. Go ahead, old friend. Do what you gotta do. Hello. Steve, meine Damen und Herren. Wer kennt ihn nicht? Schön. Jeez, Steve, don't be such a drama bandit. Schön. Oh, das macht echt wunderbar viel Spaß für 5 Euro. Ja, das kannst du echt nicht meckern. Und ja. Nach 10 Stunden hast du immer noch nicht alle Gespräche gesehen. Also, ist echt cool. Leute, ihr habt auch noch. Ah, gut, das sind nur Blinds. What are you staring at, Clifford? Ich wollte gerade sagen, ey. Ich bin jetzt einfach mal krass. Buddy, I'll have you know that this beauty was built by Lord Arthur's personal blacksmith back in the 14th century. Whoa. Great day in the morning. Great day in the morning. Okay. I follow. Gut, hast du was erspielt? Pot gewonnen. Immerhin, ne? Nur ein bisschen Blinds. Jojo. Das wäre 10.000. Muss ich auch geht dir mal an, wie viel Clap-Tipps runtergefallen sind. Du musst ja einfach mal gehen, wie viel Sam hat. Wenn ich ihm Heads up gegen den kämpfe, dann wird das nichts. Ich muss jetzt schon ein bisschen was rausholen. Gucken wir einfach mal, was jetzt hier auf dem Flop ist. Nee, ich will 1 gegen 1 sehen, streck nicht an. Ich tu mein Bestes, aber das ist. Raushauen. Guck dir die Scheiße jetzt wieder an, die hier gedroppt wird. Wie viel? Viel. Nee. Kannst ja mal ein bisschen sichere Kuh schieben gerade mit deinen 10.000. Lass mal Ash sich mit Sam raushauen. Ja, ja, da würde ich sowieso nicht mitgehen. Ja, doch, ich liebe dich. Nope. Ach, schade. Sam wird immer reicher. Don't be discouraged. Running in fear is a pretty natural response to a 6 foot tall dog with a gun. The blinds are now set at 1000 and 2000. Mal scheiße, wenn man wenig Geld hat und die Blinds immer höher gehen. Ja, yeah, darum geht's ja, dass man ein bisschen so. Ja, ja, dass du rausgelockt wirst und irgendwann verlieren musst. Ja, yeah, klar. Nicht schlecht. Oh. Kommt drauf an, wenn jetzt deine 2 und 5 liegen wieder. Mhm. Bringt dir das gar nichts. Der hat sein Geld, ey, der geht gleich. How do you get through all your crazy adventures without any shoes? Same way you get through yours without a hat. Okay. Spielen wir jetzt chillig. Spielen wir chillig. Exactly. So it's not ich muss all in gehen. All in. Oh, fuzz nuggets. Ich hatte vorhin ordentlich Glück. Mal gucken, ob Ali es auch hat. Nee, wenn eine Dame kommt, habe ich Pech, ne? Damn. Ja, ja, aber bisher. Noch sieht's gut aus, es darf nur keine Dame kommen. Sonst habe ich ein dickes Problem. Jetzt bist du richtig im Spiel. Oder draußen? Dame und 10.
Das ist Drama in diesen Momenten, ey. Gut, 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 gut. Du hast One-on-One gegen Sam, wie ich wollen. Du weißt auch in den richtigen Momenten, wann du richtig reingehen musst. Ich wäre da noch zögerlicher. Guck mal doch mal, wie viel ich jetzt kriege insgesamt. Du bist bestimmt jetzt bei 30, 20.000. And that's why I don't wear shoes. 30. Mhm. Mhm. Warte, er ist noch drin, der hat noch 1000. Ja, ja. Fuck. Gucken wir uns nochmal den Flash an. All in. Ja, okay. Der muss all in gehen, wenn er den Lights bezahlen muss. Natürlich callst du, jeder callt. Natürlich callt der 1000. Oh, ja. Okay, ja, okay. Ash kann sowieso nicht mehr mitmachen. Boah, ein Pair hat jeder. Ich hätte gerne Sam ein bisschen mehr rein. Du kannst sowieso nicht mehr bieten, du Lappen. Ash ist bluffing. Ash blufft doch nur. Call. Mal gucken, was du machst, Sam. Halt's Maul, Ash. Ich sprich dir nur Mut zu. Oh, das kann jetzt wieder alles werden. Bettest du noch mehr, ey. So wahnsinnig. Ich muss das machen, ansonsten... Geh jetzt nicht all in, ey. Man muss ja, ne? Ich muss all in gehen, sonst bringt's mir nichts. I'm trying to figure out what you're thinking and it's making my brain hurt. Lass ihn einfach nur keine 8 haben. Ash ist raus, ne? Ash ist raus, klar. Sam has a pair of 8s. On the side pot, the player wins. So ein Glück, ey. The higher pairs. And on the main pot, the player wins. Krass, ey. Ouch. Wendy is gonna kill me. Wenn du das schon schaffst, ich habe zweimal hintereinander gewonnen im Spiel. Ich bin Chip-Leader, ne? Really er hat noch 35.000, ich habe 65.000 jetzt. Du kannst meine Statistik um 300%, wenn du jetzt übergehst. Sam, so it's you again. Okay, Sam, komm her. Kleiner Scheißhaufen. Oh, was ist das denn? Erhöhe einfach nicht zu krass. Und du bist ja jetzt vorne, du bist Chip-Leader erstmal. Ja, ich check, ist okay. Schauen wir uns mal den Flop an. Aha. Was machst du? Ich glaube, deine Gamescom-Leute werden sich das hier auch reinziehen. Ja, mal gucken, wie das jetzt läuft. Ich krieg dich raus, Sam. Ich krieg dich raus. Komm, 6-5. No, wait. What's the opposite of that? Na komm, was machst du? Er knurrt. All the heck in. Alter, der gibt dir gar die Chance, ihn rauszukicken. Oh no. Nicht ernsthaft, du gewinnst jetzt nicht mit einem Zug seine 30.000. Er ist sonst nie so wahnsinnig. Alter Schwede. Das war ein krasser Sieg, mein Ich hab noch gesagt, wenn ich jetzt gewinne, ey. Und Claptrap springt erstmal. Alter, 3 Pots in a row hast du auch noch erfüllt. Du hast zwei Challenges auch noch erfüllt. Great deal of, what's the word? Ah, yes. Experience points. Okay. What? Defeated? Das ist gerade irgendeine Verarsche von irgendwas gewesen. Ist einfach nur just for fun. Also ich hatte vorhin eine Milliarde Minus. Wir haben es gerade ganz schön hoch. Eine Million Minus, muss man also sagen. Und mit einer Framerate, Alter. Warte, wir können uns ja mal anschauen, ja. Was wir so unlocken können. Weil ich bin dafür, dass wir das jetzt hier endlich mal unlocken. Dann hätten wir ein neues Aussehen, ja. Und ein Achievement. Wir können ja mal schauen, wir schneiden das jetzt einfach mal. Eigentlich müsste ein Achievement kommen, alles egal. Scheiß drauf. Wir schneiden das jetzt einfach mal und können ja mal gucken, wie es ankommt. Und vielleicht machen wir noch eine Runde hier mit, Army of Darkness. Und eine Runde mit Portal. Ja, Portal haben wir, bräuchten wir nur 360, bräuchten wir noch 500 Token. Das ist ja machbar, wenn du siehst, wie wir am Pokern krass einfach drauf sind. Ah, vielleicht heute nicht mehr. So, das war erstmal ein bisschen Pokern, hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Hast du gut gemacht? Das hast du auch gut gemacht. Wir haben zweimal Sam gefickt. Wir hätten am Anfang behaupten sollen, wir sind Profis. Ey. Wir sind Profis. Hat man gut gesehen. Alles klar, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. You're awake? Welcome back. Welcome to the future, kid. I hope you like alien invasions.
told you these phony beards were a bad idea. Geil. Ja, sexy. Auf jeden Fall.